gewesen, Leute. Ihr wisst, ich war ja bei Aaron. Nee, ihr wisst das nicht, ne? Ich war bei Aaron in der Fernsehshow gewesen. Ey, hey Aaron heißt das. Da habe ich gegen Aaron so ein kleines Quiz gemacht. Ich habe ihn natürlich, weiß ich nicht, ob ich ihn abgezogen habe. Das werdet ihr jetzt sehen, Leute. Aber ihr wisst doch, ich bin noch, ja gut, ich sag mal so, Einstein würde jetzt gegen mich alt aussehen. Aber ja, ne? Gucken wir rein, Leute. Wir gucken rein, wie ich, was abging, ja? Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer Folge. Da bin ich. Aaron weiß das hier im Achtung Aaron Studio. Und heute zu Gast war der liebe Standardskill. Und deswegen dachten wir quizzen mal. Aber ihr könnt auch die Folge Achtung Aaron. Da bin ich, Leute. Da bin ich. Den Link in der Videobeschreibung join. Jeden Donnerstag und Samstag. Einfach, ich stehe auch einfach so. Was soll ich hier? Kennst du eigentlich die Regeln? Ich kenne die Regeln, natürlich. Wollen wir einen Einsatz machen? Deine goldene Playstation, deine Pokémon-Karten. Sag mal, einen vernünftigen Einsatz. Wir machen den Einsatz, und das ist der vernünftigste, nicht versaut, der andere hat irgendwas gut. Okay. Irgendwas. Okay. Machen wir. Ich hab Abfahrt. So eine gute Idee. Marvin stellt wieder die Fragen, und falls ihr die Regeln nicht kennt oder Stani, hier sind sie eigentlich. Da habe ich mich vorbereitet. Es werden 13 Fragen gestellt. Warum 13? Es werden 13 Fragen gestellt, aber jetzt werde ich mir erstmal was zum Trinken holen. 2 Stunden später. Ich habe mir noch schnell eine Banane geholt. Obwohl, ich habe eigentlich gerade gegessen, ich habe eigentlich gar keinen Hunger, aber ich hatte irgendwie Bock jetzt auf eine Banane. Unser Wer wird Millionär-Legenden-Kandidat 13 Fragen in Folge richtig beantwortet hat. Ja, Leute, das Ding ist, Aaron ist auch, weiß ich nicht, Aaron war auch kein Gegner, ne? Und hier die Regeln. Der zuerst buzzert, darf antworten. Beantwortet er die Frage richtig, gibt's einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner dann die Möglichkeit, selbst zu buzzern und kann bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt ergattern. Antwortet er aber auch falsch, bekommt der Erste einen Punkt. Verstanden? Verstanden. Los geht's. Wollen wir mal eine Testfrage machen? Die nicht zählt, einfach nur so, damit ich ja, okay, machen wir eine Testfrage. Ey, wie es auch aussah, ne? Guckt euch das an. Wie heißt? Bart auf, weiß ich nicht wo, Haare auf 3 Meter, lange nicht beim Friseur gewesen. Ich sah wirklich aus wie ein Rabauke. Ich bin da hingegangen, Leute, wie ein Rabauke. Wer ist der Bösewicht bei den Schlümpfen? Gargamel. Richtig. Das weiß jeder. Das ist der, ach so, ich glaube, das sind 2 Leute, die es nicht wussten. Das war eigentlich eine schwere Frage, ne? Aber ja, gut. Beide Testfrage. Okay, aber fangen wir an. Okay. Frage Nummer 1. Ich habe mir heute Morgen an der Bäckerei einen Kaffee geholt und dazu auch noch ein Käsebrötchen. Habe ich mal auf den Becher geschaut und dort... Ich habe angetäuscht, um ihn nervös zu machen. Ja, und der Bauch ist natürlich auch Maschallah, ne? Laut Verbraucherschutz etwas draufstehen auf den Kaffeebecher. Achtung, heiß. Richtig. Boah. Weil in den USA hat sich doch so ein Typ bei Mcs verbrannt und die auf mehrere Millionen verklagt. Ich dachte gerade, die Literanzahl oder so. Das war mir aufgefallen. Weil letztens ist einer im Schnee in Deutschland, da sind wir im schönen Land, ist einer im Schnee vor meinem Haus gefallen. Und ich dachte, der kann mich jetzt auf Millionen verklagen, aber macht alles die Haftpflicht. Weiter geht's im Technikbereich. Nenne mir bitte eine Programmiersprache. HTML. Ja, richtig. Und das Ding ist, die Leute haben geschrieben, HTML ist gar keine Programmiersprache. Und der hat trotzdem den Punkt bekommen. Würdet ihr noch eine zweite kennen? Java. Richtig. Oh, da wäre ich schon raus. C++. Richtig. B3. Nee. Okay. Hey, du bist schnell, ne? Du bist wie Lucky Luke, Alter. Ich stelle mir selber erstmal die Frage, wie viele Flaschen passen in das Set? Und wie viele Flaschen passen in einen handelsüblichen Bierkasten? 20. Falsch. Hey, guck mal, wie schnell er ist! Wie schnell ist er bitte? Warum ist er so schnell, ne? Hat er den... Er ist auf einmal hier. Guck, wie schnell er ist. Ich hab die doch immer eingeräumt bei Tengelmann. 24. Richtig. Nein. Bam! 24! 2 Punkte! Da macht die Alkoholiker-Ausbildung. Ich habe ja wirklich mal bei gearbeitet. Ich habe auch im Getränkemarkt gearbeitet, real. Ist dir auch mal so ein Kart? Du weißt erst, wie viel 20 Liter sind, wenn du die aufwischen musst. Hier ist meine ganze Palette umgekippt. Mit dem Hubwagen rumgeknallt und dann so eine Palette. Weißt du, was das für eine Sauerei ist? Ich bin weg. Horror. Ich konnte auch früher Pfandflaschenautomaten betrügen. Ach. Ganz früher war es so, ein Kasten, da hast du 8 voll reingemacht, die hatten das Gewicht von einem leeren. Und haben wir die immer durchgejagt. Und dann wurden wir erwischt, weil wir dachten, fällt keinem auf, wenn auf der anderen Seite 20 sind. Frage Nummer 4, Hände in den Rücken. Welche 3 Zahlen werden mit den Rappern? 187. 187. Boah, das... Richtig. Maschine, Alter. Kannst du mir auch aufzählen? Ich kenne Jesus, gehört er dazu? Jesus, wer kennt ihn nicht? Das ist Jesus. Jesus, achso. Wer noch? Komm. Bushido, Sido. Bones, ja. Alex, ja. Maxwell. Ja. Und? Saphir. Richtig. Saphir, ja doch, Saphir heißt er. Richtig, ja, ne? Genau, das waren sie. Beziehungsweise, sie zählen natürlich die ganze Crew noch dazu. Ich habe Aaron gewesen. Frage Nummer 5. Wie viele Punkte werden beim Basketball erzielt, wenn man aus 3 seiner eigenen Hälfte den... Ja, wusste ich. Leute. Gegnerischen Korb trifft. 3. Gut gezockt. Man denkt so, kommt jetzt vom Freiwurf. In welche Richtung zeigen in Deutschland die Klinken an der Tür? Links. Falsch. Rechts. Richtig. Oh. Bro. Also was Aaron da auch gemacht hat, das verstehe ich auch nicht, ne? Oh, doch. Hä, warum nach links? Die Klinke, so hin, machst du auch, nein, doch die Klinke nach da. Nein, nach rechts zeigt die aber. Ach komm.
Weiter hier. Frage Nummer 7. Welcher YouTuber war bekannt dafür, mit ApoRed damals Leo Mascher Videos zu drehen, wo man 24 Stunden an Ort bleibt? Mann, ey, ist doch... Shoutout an der Stelle. Frage Nummer 8. Was ist der Hauptbestandteil von Glas? Kohlenstoff. Falsch. Sand. Richtig. Bro, wie komme ich auf Kohlenstoff? Sag mir das einmal bitte. Wie komme ich? Ich habe an Sand, glaube ich, gedacht, aber ich sag Kohlenstoff, Digga. Was ist Kohlenstoff? Ah, warum? Wie? Hä? Kohlenstoff hat doch gar nichts. Bist du? Scheiße. Dumm. Das war dumm. Sport. Mehr oder weniger. Saufsport. Damals viel, aber jetzt nicht mehr so. Von wem? Hertha, ja. Welche Kugel muss beim Billard als erstes von dem Kö berührt werden? Weiß. Richtig. Bro, das war so eine einfache Frage. Ich dachte, da kommt was Kompliziertes. Er macht so einfache Frage. Denkst du, da immer weiß man? Ja, ich dachte jetzt, hey, das ist voll die einfache Frage. Da denkst du, da kommt jetzt irgendwie so voll was Schweres, aber... Wie viele Fragen haben wir schon? Jetzt kommt die 10. Oh, shit. Wie viele Follower habt ihr auf Instagram jeweils? Ach so. 250. 816.000. Dann könnt ihr mir sicherlich folgende Frage beantworten. Mit welcher Instagram-Funktion kann man Stories aus dem Archiv auf seiner eigenen Seite wieder speichern? Hä? Was? Ja. Hä? Mit welcher Instagram-Funktion kann man Stories aus dem Archiv auf seiner eigenen Seite wieder speichern? Hä? Ich würde jetzt buzzern und speichern sagen, aber da habe ich Angst. Ich buzzer auch nicht. Keine Ahnung. Das Frage ist zu, möchte ja, ich mach mal zu. Zu. Das ist die Highlight-Funktion. Da kannst du alte Stories in ein Highlight-Reel hineinfügen. Benutzt dieses Schmutz-Highlight-Funktion. Funktion. Das kennst du die Kunden, die man kommt, aber ey, dann packst du es auch in eine Highlight. Ich hab nicht mal Highlights. Ja, und du denkst so, ja klar, guck, wie es schafft. Ich hab sowas nicht. Ja. Hätte ich jetzt die Frage so vorgelesen, wie sie stand, mit hervorheben, wäre es mir zu einfach gewesen. Okay. Frage Nummer 11. Welches ist der teuerste Zubehörartikel, den es exklusiv für die PlayStation 5 gibt? Zusatzartikel? Wir reden nicht von Sachen von Qingbao. Ich dachte wirklich Controller, ich sag euch ehrlich, ne? Und so weiter, sondern... Die echten. Nein, ich wollte gar nicht drücken. Jetzt habe ich gedrückt. Controller. Falsch. Punkt für Aaron. Das war dumm. Warum habe ich gedrückt? Jetzt aber kommt nicht nur Kacke wie seine goldene. Nein, es sind nur die originalen Ersatzteile. Ja, dann bestimmt irgendwie so Gita-Hero-Scheiß oder so, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Frage zu. Es wäre das Wireless-Headset für 119 Euro gewesen. So teuer? Danach kommen die Controller. Wireless-Headset, 119 Euro von PlayStation. Wer kauft sich das? Habe ich noch nie gesehen, Digga. Oder mit 64. Danach kommen die Controller direkt. Ich dachte wirklich, das teuerste sind die Controller. Wer kauft sich dieses Headset? Von Logitech, von PlayStation. Niemand. Das ist doch Schmutz. Und was ist deins? Turtle Beach. Logitech. Turtle Beach. Frage Beste. Nummer 12. Es ist weiter sehr, sehr eng. Was ist ein wichtiges Merkmal für Säugetiere? Das könnte ja zu einfach sein. Es könnte alles einfach sein. Ja, aber da könnte man ja vieles sagen. Gebären ihre Kinder lebendig. Richtig. Boah, ich hätte theoretisch auch atmen sagen können. Nee, die von anderen Tierarten abgrenzen. Da muss man schon wieder Wissenschaftler sein, keine Ahnung. Michael, jetzt kommt die Schätzfrage, du kannst jetzt Punkte setzen. Und jetzt kommt die Masterfrage. Dadurch haben unsere beiden Ratefüchse die Chance, alles zu gewinnen, aber auch alles zu verlieren. Beide Spieler müssen mindestens einen Punkt setzen. Wie viele sie von ihren erspielten Punkten aufs Spiel setzen, bleibt ihnen überlassen. Wer die Frage richtig beantwortet, verdoppelt seine gesetzte Punktzahl. Der andere verliert seine gesetzten Punkte. Die Karten sind neu gemischt. Auf geht's! So, jetzt könnt ihr eure erspielten Punkte setzen. Aaron geht aufs Ganze. 7. Ne, wenn er gewinnt, gewinnt er 14. 7, wenn ich nur einen setze. Ich nehme 7. Ja, okay. 7. Ich wusste gar nicht, dass ich 6 habe. Ich dachte, ich habe 7, aber... Mein Glückszahl, ne? Wirklich? Ja. Meine ist halt hier, guck mal, tätowiert sogar. Weil ich wollte, wieso kommen? Was hast du denn hier noch? GTA, ja. Illuminaten. Hier STSK, mein Logo. Ah! Das ist eine Schätzfrage. Wer näher dran ist, gewinnt alles. Wer alles oder nichts. Verliert alles. Wie viele verschiedene Bahncards gibt es mit Inbegriffen die Abstufung erste und zweite Klasse. Wenn man immer nur mit einem Porsche oder Lambo rumfährt, weiß man das nicht. Ich weiß das. 8 und Leute, 7. Als alter Bahnfahrer kennt man mich doch, ne? Oh, ist das dicht beieinander. Bitte sag 9, bitte sag 9. Also, bitte sag 9. Es gibt 9. Nein. Ich mache es spannend. Es gibt die Bahncard 25, zweite Klasse, 50, 100, es gibt die Probebahncard 25, 50, 100, es gibt die Maibahncard 5. 25 Senioren und so weiter und so fort. Das sind insgesamt 26 verschiedene Bahncards, so knapp, die man haben kann. Abgezogen! So, ja. Du hast kassiert. Du hast meine Serie gebrochen. 014! Ey, du hast meine Serie gebrochen. Wie, was für Serie? Du hast hier eine Serie gehabt? Doch, auf Join. Ja, auf Join. Und zur Achtung, Aaron. Jeden Samstag und Donnerstag 19 Uhr. Vielen Dank, Stani. Da gibt's eine Revanche. Ach, und du hast was gut. Egal was. Ja, ich lasse mir das einfallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Exklusiv nur auf Join, meine neue Sendung. Achtung, Aaron. Check das gerne mal ab, Leute. Pedro, bei Achtung, Aaron war ich auch zu Besuch gewesen. Ich hab nichts zu tun. Also check's gerne mal ab, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich da war. Ich hab nur Scheiße da gemacht, Leute, vor Ort. Guckt das gerne auf Join euch an, Leute. Supportet ein bisschen Aaron hier. Ja, Leute, Aaron natürlich zerstört, ja. Und was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas sagen, Leute. Ja, gewonnen halt, ne? Als alter, wissenschaftlich, ich bin ja wissenschaftlich natürlich, Leute, unterwegs, wissenschaftlich, ne? Ganz klare Geschichte.